Ja, wir haben 15 Uhr. Ich begrüße euch zu unserem zweiten Webinar von der Webseite fußballtraining.de. Ich freue mich besonders, den Jesper Schwarz ein zweites Mal begrüßen zu können, dass er sich wieder bereit erklärt hat, ein zweites Webinar für uns zu halten. Nach dem ersten Thema Athletiktraining im Jugendfußball, jetzt das Thema Schnelligkeitstraining im Fußball. Und freue mich besonders, dass ihr so zahlreich anwesend seid, dass ihr es wieder so gut annehmt. Ist eine schöne Bestätigung für uns, das auch weiterhin anzubieten. Ich werde gleich das Wort an Jesper übergeben, dass er diese Präsentation, ihr seht schon, das Titelbild seht ihr schon, gleich halten kann. Ich möchte euch animieren, über die Chatfunktion während dem Webinar von Jesper Fragen zu stellen. Wenn die Fragen thematisch in dem Moment gut passen, mein persönliches Empfinden, werde ich Jesper auch mal unterbrechen, aber im Normalfall würden wir am Ende eine kleine Frage- und Antwortrunde machen, bei dem ich dann diese Fragen vorlese und Jesper, wie gewohnt, beim ersten Mal, wo ich selbst leider ja nicht anwesend war, aber wie ich gehört habe, das alles dann sehr, sehr umfangreich beantwortet hat. Ich denke, das werden wir heute wieder so machen. Jesper, danke erstmal, dass du dich wieder bereit erklärt hast und ich freue mich tierisch auf diese Präsentation und nachher auf die Diskussion mit dir über die einzelnen Inhalte. Die Show, die Bühne gehört dir. Let's rock. Bis dann. Viel Spaß. Mario, vielen Dank. Ich begrüße euch auch ganz herzlich zum zweiten Webinar. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ist für mich immer noch so ein bisschen neu, so ein bisschen Neuland mit der Technik. Ansonsten stehe ich eher vor Publikum direkt. Aber ich hoffe, man versteht alles gut. Man kriegt alles gut mit. Und es klappt auch nur mit Zuhören und mich nicht sehen, aber die Präsentation habe ich extra so aufgebaut, dass ihr viele Informationen auch dort ablesen könnt, so wie ich es eigentlich sonst nicht mache. Eigentlich versuche ich das mehr mit Geschichten, Live-Bildern und Kommunikation zu übertragen, aber auch hier wird das gut klappen, wir werden das hinkriegen, wir haben das beim ersten Mal gut gemacht und ich hoffe, dass das heute genauso gut ankommt, weil wir ein ganz, ganz wichtiges Thema heute beschäftigen und das ist das Schnelligkeitstraining im Fußball. Letztes Mal war es ja so, es war sehr auf den Jugendbereich abgestimmt. Diesmal will ich das Ganze ein bisschen allgemeiner halten. Zwar ist der Themenkomplex das Schnelligkeitstraining eingegrenzt, aber sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gibt es einiges mitzunehmen und ich denke, wir werden eine schöne Zeit haben. Angedacht oder vorbereitet habe ich ungefähr 35, 40 Minuten Vortrag und am Ende dann noch, wie beim letzten Mal, 10, 15 Minuten Zeit für die ein oder andere Frage. Wie Mario gesagt hat, wenn was thematisch gut passt, unterbrich mich einfach gerne, frag einfach dazwischen und wir werden das Ganze bearbeiten. Ansonsten ist es so, dass ich kurz etwas zu mir sagen möchte, beziehungsweise ihr könnt das gerne mitlesen. Wir halten das Webinar über unsere Firma Sock Athletics Spielen Fit Werden, wo wir uns ganz, ganz explizit mit diesem Thema Athletiktraining, Schnelligkeitstraining, all das, was in diesen Bereich Athletik reinfällt und das ganz besonders auf Fußball konzentriert. Mit all diesen Dingen beschäftigen wir uns da. Ich habe Sportwissenschaft studiert, A-Lizenztrainer und arbeite als Reha- und Athletiktrainer am Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig. Dort war ich die letzten Jahre als Co-Trainer in der U17-Bundesliga zusätzlich angestellt. Das habe ich vor der Saison aufgegeben und konzentriere mich da ganz auf die Reha und die Athletik. Referiere häufig zu diesen Themen und habe auch ein, zwei Fachartikel geschrieben, die ihr dann vielleicht im Nachgang auch von mir bekommen könnt, da diese gerade der letzte viel mit dem heutigen Thema zu tun haben. Was heute auf euch zukommt, sehen wir hier. Ich möchte kurz eine Einleitung in die Thematik geben. Die Bedeutung der Schnelligkeit einmal herausstellen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Die Einflussfaktoren auf die Schnelligkeit darstellen. An welchen Stellschrauben wir als Trainer drehen können. Trainingsziele, Inhalte und Methoden und am Ende eigentlich die wichtigste Folie dann zum Schluss, was ihr von dem Webinar mit nach Hause nehmen solltet und am besten in euer Training ab heute beziehungsweise ab nächste Woche dann in euer Training integriert. Zunächst einmal, wer letztes Mal schon dabei war, kennt die Folie.
ist das die Definition der Schnelligkeit, einfach um euch einen Eindruck zu geben, um euch zu zeigen, was ist eigentlich die Schnelligkeit und vielleicht auch schon daraus lesen zu können, wie wichtig die in unserer Spielsportart Fußball ist. Hab dafür zwei verschiedene Definitionen rausgesucht, einmal von Hohmann von 2002, der Schnelligkeit als die Fähigkeit bezeichnet, unter ermüdungsfreien Bedingungen in maximal kurzer Zeit motorisch zu reagieren und oder zu agieren. Und dann etwas neuer von 2007 von Grosser. Die Schnelligkeit im Sport stellt die Fähigkeit dar, aufgrund kognitiver Prozesse, maximaler Willenskraft und der Funktionalität des Nervmuskelsystems höchstmögliche Reaktion und Bewegungsgeschwindigkeit unter gegebenen Bedingungen zu erzielen. Klingt erstmal sehr umfangreich, viele Wörter fallen da auf, die wir bestimmt schon mal einzeln gehört haben, aber so komplex vielleicht noch nicht. Ich hoffe, all das so gut darstellen zu können, dass man wirklich was für die tägliche Arbeit mitnehmen kann und alle Punkte, alle wichtigen Dinge im Bereich der Schnelligkeitstraining anzusprechen. Wenn wir uns die Bedeutung angucken, ist es einfach so, gerade die Schnelligkeit nimmt im modernen Fußball immer mehr an Stellenwert oder nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Gerade wenn wir uns die Spielklassen angucken, die Laufleistung, die Gesamtlaufleistung an Kilometern verändert sich kaum noch. Da laufen alle ungefähr das gleiche. In allen Ligen ist die Kilometerzahl an sich erstmal relativ identisch. Was der große Unterschied ist und auch die Bedeutung dieses Themas herausstellt, ist, dass die Sprintleistung mit zunehmender Spielklasse oder mit höherer Spielklasse an der Gesamtlaufleistung extrem zunimmt. Heißt, in höheren Spielklassen wird schneller gelaufen, schneller gespielt und generell ein höheres Spieltempo an den Tag gelegt. Das ist dann auch der große und entscheidende Unterschied von unterklassigen zu oberklassigen Spielern. Der DFB bezeichnet die Komponente Schnelligkeit als eine zentrale Komponente für spätere Spitzenleistung. Auch Faude hat uns 2012 gesagt, dass die Schnelligkeit im Fußball besonders wichtig ist, da die wichtigen, entscheidenden Szenen des Fußballs fast immer im Sprint passieren oder ein Sprint denen vorangeht. Ihr seht da schon schlechte Nachrichten. Die Grundschnelligkeit ist nur bedingt trainierbar, da diese genetisch vorbestimmt ist. Warum das Ganze so ist, wie das so ist, komme ich auf einer späteren Folie zu. Wichtig zu wissen ist erstmal, die Grundschnelligkeit ist nur bedingt trainierbar, da diese von verschiedenen genetisch bedingten Faktoren abhängt. Die gute Nachricht und auch die Grundlage des Webinars und warum ich dieses Thema für so wichtig halte, ist, dass die Schnelligkeit, anders als in der Leichtathletik beim 100-Meter-Sprint, viel mehr ist als einfach nur 100 Meter geradeaus laufen oder einfach nur linear laufen. Im Fußball kommen wichtige Komponenten wie Reaktion, Antizipation, Explosivität und die Sprintausdauer dazu. Und diese Komponenten sind durchaus trainierbar. Heißt, ich kann schon durch Training viel verbessern, viel an dieser wichtigen Komponente rausholen, so dass ich das Thema Schnelligkeit auf jeden Fall für uns Trainer auch lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und dort ein vernünftiges, ein ansprechendes, ein fußballspezifisches Training halten zu können. Dafür oder um ein Training zu planen, sollten wir uns erstmal darüber klar werden, welche Anforderungen stellt der Fußball überhaupt an die Schnelligkeit? Was passiert überhaupt so im Spiel? Was müssen unsere Spieler überhaupt im höchsten Tempo absolvieren? Wichtig dazu ist, es gibt ungefähr 40 bis 60 Sprints pro Spiel. Das sind relativ viele Sprints. Wenn ich das auf die Zeit runterrechne oder durch die Zeit dividiere, merke ich schon, ich sprinte recht häufig. Es gibt positionsbedingte Unterschiede. Im Sturm und in der Abwehr sprinten wir häufig kurz, dafür aber ganz, ganz oft. Im Mittelfeld sprinten wir längere Strecken, aber dafür etwas seltener. Besonders die kurzen Distanzen, 90% der Sprints finden zwischen 5 und 20 Metern statt und davon nochmal 49% weniger als 10 Meter. Also gerade diese kurzen Distanzen sind sehr, sehr wichtig und kommen sehr häufig auf unsere Spieler zu. Und häufig starten wir aus verschiedenen Positionen, sei es nach einer Aktion wie ein Pass,
einem Schuss, einer Finte oder auch aus einer vorangegangenen Laufaktion, Laufbewegung heraus in den Sprint. Weiter sind sehr, sehr viele explosive Richtungsänderungen von ungefähr oder von unter 90 Grad, die unsere Spieler zu bewältigen haben. Davon sind ungefähr 50 pro Spiel, also auch eine hohe Anzahl an Richtungsänderungen. Und die Sprints kommen häufig als Anschlussaktion nach Pass oder Dribbling, häufig unter Gegnerbedrängnis. 75% aller Sprints finden unter Bedrängnis durch den Gegner statt und mit oder ohne Ball. Wenn ich das Ganze mir jetzt schon so durchlese, mir die ganzen Punkte, die ganzen Anforderungen vor Augen führe, merke ich schon, Fußballschnelligkeit hat nicht wirklich viel mit der Leichtathletikschnelligkeit zu tun. Es sind sehr, sehr viele Einflussfaktoren, sehr, sehr viele fußballspezifische Anforderungen, die an die Schnelligkeit gestellt werden und genauso an das Schnelligkeitstraining dann im Fußball. Daraus leitet sich oder unsere Handlungsleitlinien bzw. unsere Trainingsempfehlungen ab. Wir wollen auf jeden Fall die Reaktion und die Wahrnehmung sowie die Handlungsschnelligkeit trainieren. Wir wollen die Maximalgeschwindigkeit auf- und ausbauen sowie die Antrittsschnelligkeit trainieren. Wir wollen sehr, sehr viele Richtungswechsel und Stops trainieren. Wir wollen unsere Sprints aus verschiedenen Positionen, aus verschiedenen Signalen, ob akustisch oder optisch, ausführen. Und wir wollen unsere Sprints mit fußballspezifischen Aktionen kombinieren. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Folie, gerade für uns Trainer. Guckt ihr euch nochmal in Ruhe an, vielleicht schreibt ihr dort mit oder habt dazu ein, zwei Fragen. Das ist das, was nachher in unserem Schnelligkeitstraining auf jeden Fall der Inhalt sein sollte. Wir haben ja uns gerade schon auf der ersten Folie darüber unterhalten, wovon denn die Schnelligkeit, oder ich habe gesagt, dass die Schnelligkeit genetisch bedingt vorbestimmt ist und das hat natürlich oder hängt von einigen Einflussfaktoren, die ich jetzt gerne vorstellen möchte, ab. Das Alter und Geschlecht spielen eine sehr, sehr große Rolle. Die Lauftechnik und die Wahrnehmung, eine positive Grundstimmung, eine hohe Konzentration, die Aufmerksamkeit und die Bewegungsvorstellung, die Kraftentfaltung im Muskel sowie die Ermüdung, die Maximalkraft, die Schnellkraft sowie die Skeletthebeverhältnisse, die Körpergröße, das Körpergewicht, die Dehnfähigkeit und vor allem die Muskelfaserverteilung spielen eine ganz, ganz große Rolle auf die Schnelligkeit. Die Muskelfaserverteilung ist das, was man sagt, das ist genetisch bedingt vorbestimmt. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken, dass ihr da mal eine Vorstellung bekommt, was man da machen kann, warum das genetisch vorbestimmt ist und wie das Ganze sich so aufschlüsselt. Die Grundschnelligkeit ist durch die Muskelfaserverteilung vorbestimmt. Und diese ist abhängig von dem Verhältnis der Muskelfasern im Körper. Es gibt verschiedene Muskelfasertypen. Es gibt die langsam zuckenden roten Muskelfasern, die sogenannten Typ 1 Fasern. Dann gibt es die schnellen weißen Muskelfasern, die sogenannten Typ 2 Muskelfasern. Und zwei weitere Typen, den Mischtyp Typ 2a sowie den allerschnellsten Muskelfasertyp, den Typ 2x. Soweit erstmal die Theorie, die Hintergrundinformationen. Der Unterschied zwischen diesen Muskelfasern liegt jetzt in der Reizantwort und der Energiebereitstellung. Die langsamen Fasern haben eine geringe maximale Spannung, einen geringen maximalen Spannungswert, können dafür sehr, sehr lange Energie produzieren, Energie bereitstellen. Die schnellen Muskelfasern, genau das Gegenteil, können sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Energie bereitstellen, haben aber nur eine begrenzte Speicherkraft, eine begrenzte Möglichkeit, Energie bereitzustellen. Je höher der Anteil an schnellen Muskelfasern ist, desto schneller kann eine Kontraktion erfolgen und desto höher sind meine maximalen Spannungswerte. Heißt,
Je besser meine Muskelverteilung in den Bereich schnelle Muskelfasern geht, desto besser sind meine maximalen Spannungswerte, desto schneller kann ich mich bewegen. Die Faserverteilung ist damit die wichtigste Einflussgröße im Schnelligkeitstraining. Frage ist jetzt natürlich, was kann ich daran tun, was kann ich damit als Trainer anfangen, was muss ich darüber wissen? Noch ist es etwas unklar und ist noch nicht abschließend beantwortet, ob eine Umwandlung und inwiefern eine Umwandlung der Muskelfasertypen möglich ist. Es scheint sehr realistisch oder es scheint durchaus möglich, schnelle Muskelfasern zu langsamen Muskelfasern umzuwandeln. Heißt, habe ich ein gutes Verhältnis von schnellen zu langsamen Fasern, kann ich das durch das falsche Training umkehren. Ich kann aber aus langsamen Muskelfasern kaum oder schwer oder vielleicht auch gar nicht schnelle Muskelfasern machen. Man geht ungefähr davon aus, dass 20% umwandelbar sind und diese Umwandlung nur durch entsprechende Trainingsreize stabil bleibt. Heißt, trainiere ich nicht mehr, wandeln diese 20% sich auch gerne wieder zurück. Wenn diese Faserverteilung determiniert bzw. vorgegeben ist oder nur minimal veränderbar ist, an welchen Stellschrauben kann ich jetzt im Schnelligkeitstraining drehen? Wichtig da zu wissen ist, und das würde ich gerne nochmal hervorheben, es ist nicht nachweisbar bzw. noch nicht geklärt, ob ich aus langsamen schnelle Muskelfaser machen kann. Andersrum scheint es geklärt. Zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich zu früh, zu lange laufe. Langsames, monotones Laufen ist der Feind der schnellen Muskelfasern. Das muss ich auf jeden Fall in meiner Trainingssteuerung wissen. Gerade wenn ich mit kleinen oder mit jugendlichen Spielern zu früh, zu lange, zu monoton laufe, ist die Gefahr groß, dass ich aus den vorhandenen schnellen Fasern langsame Fasern mache. Praktisches Beispiel aus dem Alltag bei uns. Auslaufen ist ja eine typische langsam monotone Bewegungsform. Das heißt, die Spieler laufen nach hoher Belastung, nach Spielen aus. Dabei achten wir, dass wir alle 5-6 Minuten für eine kurze Zeit Sprints einbauen, einfach um auch die schnell zuckenden Fasern zu stimulieren und diese Umwandlung nicht voranzutreiben. Heißt, achtet darauf, dass ihr nicht zu schnell, zu lange, zu monoton lauft. Weitere Stellschrauben wollen wir uns jetzt angucken und etwas genauer besprechen. Darf ich euch einfach mal ein paar Bilder aus dem aktuellen, die sind von gestern bzw. sogar von heute, aus dem aktuellen Trainingslager hier bei uns zur Verfügung gestellt. Da sehen wir schon sehr, sehr viele Elemente des Schnelligkeitstrainings. Wir sehen oben eine Krafttrainingsform, in der Mitte eine Bewegungsvorbereitung, rechts oben sehen wir Koordinationstraining, unten links sehen wir eine Erwärmung bzw. eine spezifische Bewegungsvorbereitung, in der Mitte unten sehen wir das Training mit dem Miniband, warum das besonders wichtig ist, kommen wir auch nochmal zu, und dann auf der rechten Seite unten auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr spannendes Bild im Bereich der Hüftstreckung. Warum die Hüftstreckung so wichtig ist, auch da möchte ich jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber ihr seht schon, so ein Schnelligkeitstraining ist sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr facettenreich. Man kann da schon einiges machen. Der wichtigste Punkt eigentlich, den stellt das Krafttraining dar. Da gibt es so einen schönen Spruch, den ich mir auch so ein bisschen zum Leitsatz für das Training gemacht habe. If you want to get explosive, you have to train explosive. Heißt, wenn du explosiv werden möchtest, solltest du auch so trainieren. Heißt, wir trainieren viel im Maximalkrafttraining. Beim Maximalkrafttraining arbeiten wir gegen eine maximal hohe Last und müssen dafür eine explosive Kontraktion gegen diese Last durchführen. Das wirkt zwar von außen sehr langsam, heißt, von außen sieht das gar nicht so schnell aus, aber es werden sehr, sehr viele motorische Einheiten auf einmal rekrutiert und damit
die Explosivkraft enorm gut angesprochen trainiert. Dieses Training bildet die Basis des Schnelligkeitstrainings. Dabei arbeite ich mit 1 bis 3 Wiederholungen mit einem Maximum von 95% bis 100% Intensität, also von meiner Maximallast runtergerechnet 95% bis 100%. Ich arbeite dort mit langen Pausen und 4 bis 5 Sätzen. Da habe ich euch mal 2 Übungen aus dem aktuellen Übungskatalog bei uns präsentiert. Das ist einmal das Reißen und das Stoßen, beziehungsweise im rechten Fall nur das Ausstoßen, also Gewichthebertechniken. Diese Gewichthebertechniken spielen gerade im Schnelligkeitstraining eine sehr, sehr große Rolle. Wichtig hier zu merken, als Take-Home-Message, das Maximalkrafttraining bildet die Basis des Schnelligkeitstrainings. Maximalkraft ist aber nicht das Einzige, was ich im Bereich Kraft trainieren kann. Auch das Hypertrophietraining, also das Muskelwachstumstraining, ist sehr, sehr effektiv und sollte auf jeden Fall Teil eines Schnelligkeitstrainings sein. Denn die schnellen Muskelfasern, gerade die, die ich haben möchte, reagieren stärker auf einen Hypertrophie-Reiz als die langsam zuckenden. Heißt, sie reagieren schneller, sie wachsen schneller auf einen entsprechenden Trainingsreiz. Die Anzahl bleibt dabei zwar gleich, ich kann die Anzahl nicht bestimmen, aber der Anteil am Gesamtmuskelquerschnitt nimmt zu und dadurch kann ich eine verbesserte Schnellkraft erzielen. In diesem Training arbeite ich bei 8 bis 12 Wiederholungen mit etwas kürzeren Pausen und mit 3 bis 5 Sätzen. Auch hier eine Übung unten rechts präsentiert. Ich denke, die ist allen bekannt und jeder hat das schon mal in Verbindung mit Schnelligkeitstraining gesehen. Die Kniebeuge. Im Bereich Krafttraining oder aus dem Bereich Krafttrainingsmethoden sollte das Schnelligkeitstraining eine Kombination aus beiden Methoden, also sowohl Hypertrophietraining als auch Maximalkrafttraining, enthalten. Das setzt natürlich voraus, und das ist das, warum auch das Athletiktraining im Jugendfußball so spannend ist und so wichtig ist, dass wir frühzeitig eine gute Technik, eine saubere Technik erlernen und so das Gewicht langsam steigern können und dann auch irgendwann in der Lage sind, diese maximalen Lasten überhaupt bewältigen zu können. Das Ganze ist dann unter dem Begriff langfristiger Leistungsaufbau zusammengefasst. Der zweite wichtige Punkt ist die Beweglichkeit, die Bewegungsvorbereitung. Die dient A, dem spezifischen Erwärmung oder der spezifischen Erwärmung der Muskulatur und der Aktivierung und dem Aufbau von Spannung im Bereich der Bein- und Gesäßmuskulatur, also die Muskulatur, die ich beim Laufen, beim Sprinten auf jeden Fall brauche. Des Weiteren wird die Kormuskulatur, also die Rumpfmuskulatur, aktiviert. Die Beweglichkeit verbessert und optimiert, sowie erste Zielbewegung integriert. Das kann man sich so vorstellen. Das fällt unter den Bereich Movement Preps beziehungsweise Beweglichkeitstraining. Ich denke, davon habt ihr schon mal alle gehört. Da gehen so Sachen, wie man hier rechts zum Beispiel auf dem Foto sieht. Da haben wir jetzt eine Öffnung im Bereich der Adduktoren. Heißt, wir arbeiten da über den vollen Bewegungsradius, versuchen die Beweglichkeit zu erhöhen beziehungsweise zu optimieren. Genauso kann ich mit der Blackroll arbeiten. Das sehen wir unten links. Ich denke, auch hier seid ihr alle schon mal mit in Kontakt gekommen. Wenn nicht, guckt euch das ruhig an, googelt den Begriff Movement Preps bzw. Beweglichkeit oder fragt danach. Das sind halt eigene Bausteine im Bereich des Athletiktrainings, aber haben einen großen Einfluss oder einen Teil vom Schnelligkeitstraining. Die Core Stability, also das Training der Core-Muskulatur, also der Rumpfmuskulatur, spielt auch einen sehr, sehr hohen eine sehr, sehr große Bedeutung im Bereich des Schnelligkeitstrainings. Der Rumpf ist der Mittelpunkt und der Ausgangspunkt der Bewegungen und sorgt für eine Übertragung der Kraft bei Bewegung von Ober- und Unterkörper. Zu dem Core zählen die Schultermuskulatur, die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur und die Hüftmuskulatur. Besonderen Stellenwert haben dort die Abduktoren, die für eine Stabilisierung der Hüfte während der Laufbewegungen sorgen. Für dieses Training eignen sich ganz besonders die Minibänder. Das sehen wir oben rechts. Training mit dem Miniband
habe ich im letzten Webinar schon angesprochen. Da könnt ihr gerne noch mal reingucken. Da gibt es sehr, sehr viele Übungsvorschläge, eine gute Erklärung zum Bereich des Minibandstrainings. Genauso eignen sich typische Stabilisationsübungen, die wir dann unten links auf dem Foto sehen, Unterarmstütz, Seitstütz, Brücke. All das sind ja bekannte Dinge, die aber einen großen Einfluss auf die Core Stability nehmen und damit eine wichtige Bedeutung im Rahmen des Schnelligkeitstrainings spielen. Auch hier kann ich diese über Movement Preps, Stabilisations- oder Krafttraining in das Training integrieren. Das Koordinationstraining, auch das ist uns allen sicher bekannt. Im Bereich des Schnelligkeitstrainings sollte ich vor allem Schwerpunkt auf Handlungs- und Reaktionsschnelligkeit legen, verschiedene Signale und Startpositionen einbauen, sowie die Sportler für vor vielfältige Bewegungsaufgaben stellen und das Ganze spielorientiert verpacken. Ich habe hier eine meiner Lieblingsübungen vorgestellt, die sehen wir einmal rechts als Foto aus unserem Nachwuchsleistungszentrum dargestellt und unten links als schematische Darstellung mit Easy Sports Graphic dargestellt. Das ist das bekannte Hütchenspiel. Dieses Spiel macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch Handlungs- und Reaktionsschnelligkeit sowie Bewegungsschnelligkeit. Ich erkläre das kurz, das Spiel. Vielleicht könnt ihr mir folgen. Ich denke, mit den beiden Abbildungen ist das gut zu machen. Wir verteilen verschiedenfarbige Hütchen. In dem Beispiel haben wir vier Farben, rot, blau, orange und weiß und lassen diese Hütchen den Spielern untereinander tauschen. Das ist die erste Aufgabe. Das heißt, die Spieler tauschen die Hütchen untereinander in einem vorgegebenen Feld. Dazu gibt es an den Außenpositionen die entsprechenden Farben. Auf ein Kommando müssen die Spieler sich entsprechend ihres Hütchens in der Hand zu der entsprechenden Farbe außen versammeln. Heißt, ich muss reagieren, ich muss handeln und das möglichst schnell. Ansonsten gibt es hier Möglichkeiten der Bestrafung, in Anführungszeichen, kleine Strafaufgaben, 3 bis 5 Liegestütz oder sonstige Dinge, um den Wettkampfcharakter weiter zu fördern. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr tolles Spiel, was wir häufig spielen. Variationsmöglichkeiten gibt es dort ohne Ende. Ich kann die Hütchen verschieben, ich kann die Zielposition anders benennen. Ich kann ja sehr, sehr viel machen, um das Ganze weitaus komplexer und interessanter zu gestalten. Möglichkeiten bis oben hin offen. Auch hier passt das entweder in den Erwärmungsteil oder in ein isoliertes Koordinationstraining. Eigentlich klar, aber auch oft vernachlässigt, ist die Verbesserung der Lauftechnik, um die Schnelligkeit zu erhöhen. Auch da gibt es ein schönes Zitat. Einen Sprint trainiert man, indem man sprintet. In diesem Bereich eignen sich dann ein Detailcoaching, Übung und mögliche Videoanalyse der Lauftechnik bzw. Verbesserung des Laufbildes. Wir achten da vor allem auf eine Leichtfüßigkeit und einen ökonomischen Laufstil. Auch das eignet sich im Bereich Movement Prep, Laufkoordination, Lauf-ABC oder Wall Drills. Gerade dieses Lauf-ABC ist, glaube ich, allen bekannt. Auch Laufkoordination, Koordinationsleiter sind Übungen, die uns allen schon mal begegnet sind in unserer Trainerlaufbahn. Aber auch die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Verbesserung der Schnelligkeit. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt und gerade im Fußball wichtig ist die Beschleunigung. Heißt, wir sollten uns auf jeden Fall auf das Beschleunigungstraining konzentrieren, weil, das hatte ich ja schon gesagt, die meisten Strecken unter 10 Meter liegen. Also Kurzstrecken. Unsere Höchstgeschwindigkeit erreichen wir allerdings erst nach 40 bis 60 Metern. Also ist gerade die Beschleunigungsphase der Antritt sehr, sehr wichtig im Fußball. Dazu sollten wir gezieltes Antreten nach oder in Kombination mit fußballspezifischen Handlungen, vor allem also mit Richtungswechseln, verbinden. Auch hier habe ich wieder 3 Übungen für euch vorbereitet, die klassisch im Beschleunigungstraining, im Agilitätstraining durchgeführt werden. Das sind verschiedene Shuttle Runs. Den ersten, das ist eine Beschleunigungsphase von 15 Metern mit einer Wendebewegung am Ende
der Strecke und einen erneuten Antritt über 5 Meter. Heißt, ich laufe 15 Meter, drehe mich und laufe noch einmal 5 Meter zurück, so dass ich dann insgesamt meine 20 Meter nicht überschreite. Genauso der zweite Drill in der Mitte, da ist der erste Lauf nach rechts 5 Meter, der zweite nach einem Richtungswechsel 10 Meter auf die andere Seite und einem erneuten Richtungswechsel noch einmal 5 Meter zurück in die Mitte. Oder der T-Drill auf der rechten Seite, Sprint nach vorne, Richtungswechsel nach rechts, Richtungswechsel auf die ganz andere Seite, Richtungswechsel in die Mitte, Richtungswechsel zum Start, so dass wir dort ein T ablaufen. Vielleicht wollt ihr die Übung euch aufmalen, abschreiben. Ich lasse die Folie einfach mal für eine Minute offen und gebe euch da die Zeit zum Mitschreiben, zum Kopieren, wie auch immer. Interessant wird es dann. Ja, yes, ganz gut. Natürlich. Für alle, schön, dass du die Zeit uns gibst. Wir werden die Aufzeichnung am Montag oder Dienstag online stellen. Und dann könnt ihr euch natürlich die Aufzeichnung an der Stelle auch anhalten und alle Übungen jederzeit, so lange wie ihr wollt, anschauen. Also wir werden es ja genauso online stellen und dementsprechend sollte es kein Problem sein, wenn du auch jetzt hier weitermachst. Perfekt, super. Gut, interessant wird es dann und noch fußballspezifischer wird das, wenn ich das Ganze mit Ball mache. Auch da eignen sich die gleichen Übungen. Es kommt dann noch die technische Variante, die technische Komponente dazu, die ich dann auch hier unter fußballspezifische Technik zusammengefasst habe. Denn die Spielanforderungen im Fußball sind weitaus komplexer als ein einfacher Linearsprint. Es kommen Tempo-Dribblings hinzu, es kommen Ablauf in der Defensive, Freilauf in der Offensive, Finden mit Tempowechsel hinzu. Es hilft mir also nicht, wenn ich einfach 100 Meter brutal schnell bin, aber mit dem Ball gar nichts anfangen kann. Heißt, auch ein fußballspezifisches Techniktraining hat langfristig einen großen Einfluss auf das Schnelligkeitstraining bzw. die Verbesserung der Schnelligkeit. Daher empfehle ich sportartspezifisches Techniktraining unter Spielgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit immer wieder ins Training einzubauen oder gerade die Jugendlichen einfach spielen zu lassen, weil das immer noch das beste Training ist. Interessant wird es auch für uns, wie ich jetzt im Schnelligkeitstraining methodisch vorgehe. Da gibt es erstmal zwei verschiedene Trainingsziele. Das eine Ziel ist die Verbesserung der Schnelligkeit und das andere ist, wenn ich gerade im oberen, im Herrenbereich bin, der Erhalt der Schnelligkeit. Wenn ich die Schnelligkeit verbessern will, beginne ich mit einem Aufwärmen, habe dann koordinative Elemente, beginne dann mit einem 50-minütigen Krafttraining ungefähr, um dann noch Bereiche aus dem Schnelligkeitstraining, also wirklich Sprinten, einzubauen. Möchte ich meine Schnelligkeit erhalten, trainiere ich mit einem Aufwärmen, einem Koordinationspart und dem Schnelligkeitspart. Auch hier seht ihr wieder, wie wichtig das Krafttraining ist und welchen Stellenwert es im Trainingsprozess einnimmt. Möchte ich mich im Bereich Schnelligkeit verbessern, komme ich um das Krafttraining gar nicht herum. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Take-Home-Message, die ich euch mitgeben möchte. Man sagt ja immer, oder es wird häufig gesagt, Krafttraining macht langsam, Muskeln machen langsam. Ich glaube, das habt ihr jetzt bis jetzt hier schon gesehen, dass das nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil, dass sogar eher die Basis des Schnelligkeitstrainings durch Kraft gebildet wird. Im Schnelligkeitstraining gibt es natürlich einiges zu beachten. Ich muss gucken, dass meine Spieler körperlich und geistig frisch sind, leistungsbereit sind und motiviert sind. Nur dann kann ich auch an meine 100%, an meine maximale Geschwindigkeit gehen, um diese zu verbessern. Ich muss darauf achten, dass ich Schnelligkeitstraining im aufgewärmten Zustand durchführe. Heißt, vor allem, das habt ihr auf der Folie vorher gesehen, ein Aufwärmtraining spielt gerade im Bereich Schnelligkeitstraining eine große Rolle. Wir können zum Beispiel Soft Tissue Work machen, das ist Black Roll Training, Faszienrollentraining mit etwas höherer Rollgeschwindigkeit zur Aktivierung der entsprechenden Zielmuskulatur. Wir können Lauf-ABC, Stabilisationsübungen, Kräftigung der Abduktoren durchführen.
oder auch natürlich erste koordinative Elemente in das Aufwärmen einbauen. Das heißt für uns, Schnelligkeitstraining findet immer zu Beginn einer Einheit, aber nach einem guten Erwärmungsprogramm statt. Weiter ist zu beachten, dass ich kurze Reize, das habe ich ja deutlich gemacht, wie die Unterschiede hier liegen, beziehungsweise welche Anforderungen der Fußball mit sich bringt. Wir laufen nie 60, 70, 80 Meter. Also sollte ich das auch nicht trainieren. Vielleicht mal einbauen, aber der Schwerpunkt sollte auf jeden Fall auf den kurzen Distanzen liegen und diese sollten mit maximaler Intensität durchgeführt werden. Die fußballspezifischen Distanzen liegen bei 5 bis 20 Metern und ich sollte hier mit variierenden Distanzen arbeiten und immer die Positionsspezifik im Kopf haben. 2 bis 4, 2 bis 5 Serien mit 6 bis 8 Sprints sind dort eine gute Faustformel. Auch für die Pausenzeit gibt es eine gute Faustformel. Je 10 gelaufene Meter mache ich eine Minute Pause. Heißt, nach einem 20-Meter-Sprint erhole ich mich für 2 Minuten. Nach 25 Metern 2,5 Minuten. Ich habe da ein schönes Bild mit einer Trinkflasche eingefügt, um einfach nur mal zu verdeutlichen, dass diese Pausenzeiten für eine maximale Intensität von großer Bedeutung sind. Einfach, dass wir darauf achten, dass unsere Sportler, unsere Athleten ausreichend Pause bekommen. Weitere methodische Schritte sind dann eigentlich wie immer im Training, in der Trainingslehre. Ich beginne mit leichten Übungen, werde immer schwieriger. Ich fange mit bekannten Übungen an, ende bei unbekannten Übungen. In Form von Schnelligkeitstraining wirkt sich das so aus. Ich fange mit kurzen Distanzen an, werde etwas länger. Ich fange mit Linearsprints an und werde dann multidirektional, also erst geradeaus, dann seitwärts, rückwärts, Richtungsänderung, so dass es von leicht zu schwer sich immer weiter fortführt. Ich entwickle die Sprungkraft weitbeinig, bevor ich zur einbeinigen Übung gehe. Ich fange mit der Grundschnelligkeit an, bevor ich zur Sprintausdauer übergehe. Methodische Grundsätze, die so auch aus dem normalen Fußballtraining bekannt sein sollten oder bekannt sind. Wie häufig sollte ich jetzt die Schnelligkeit trainieren? Grundsätzlich sagt man, ein gutes Schnelligkeitstraining dauert 50 bis 70 Minuten inklusive Auf- und Abwärmen. Wenn ich dort Verbesserungen erzielen will, habt ihr gehört, der Kraftpart nimmt schon 50 Minuten ein. Also sind wir dort in dem Bereich der Verbesserung eher bei 70 Minuten. Im Bereich der Erhaltung komme ich auch gut mit 50 Minuten aus. Im Optimalfall kann ich zweimal die Woche unabhängig und alleinstehend in der Vorbereitung die Schnelligkeit trainieren. Alleinstehend heißt, es kommen danach keine weiteren Belastungen, keine Spiele, keine anderen Inhalte. Ich kann mich ganz alleine auf mein Schnelligkeitstraining konzentrieren. Während der Saison sollte ich das Ganze noch einmal pro Woche machen. Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining und Kraft sollte ich häufiger in den Trainingsprozess einbauen. Auch da kennt ihr euch gut aus. Gerade Beweglichkeit und Koordination stellen ja keine große Belastung dar, so dass die tägliche Bestandteil eures Trainings sein könnten. Wie ihr im Laufe der Präsentation gehört habt, könnt ihr auch damit natürlich langfristig die Schnelligkeit verbessern. Da kommen wir auch schon. Da bin ich gut in der Zeit. 41 Minuten haben wir um. Genau wie ich es geplant habe, kommen wir da auch jetzt zur Take-Home-Message. Wichtig ist, die Grundlage bildet das Krafttraining. Eine breite Basis im Koordinationstraining schaffen. Die ischiochorale Muskulatur nicht vergessen, also die Oberschenkelrückseite. Das ist noch ein Punkt, den würde ich gerne nochmal ansprechen. Häufig liegt der Fokus auf der Oberschenkelvorderseite, gerade in Übungen wie der Koordinationsleiter, wo der Fokus auf dem Vorderfuß liegt, trainieren wir viel die Oberschenkelvorderseite, vergessen aber häufig die Oberschenkelrückseite beziehungsweise auch die Hüftstreckung, weil wir immer in dieser dynamischen Powerposition sind. Klar, die ist für den Laufen sehr, sehr wichtig, für eine schnelle, um schnell vom Platz wegzukommen, aber auch diese Hüftstreckung ist bei der Beschleunigung sehr, sehr wichtig, deswegen sollten wir sie niemals vernachlässigen. Hier eignen sich Techniken wie Reißen und Stoßen sowie ein isoliertes Training
Schreibfehler drin. Ein isoliertes Training der ischiochoralen Muskulatur, also der Oberschenkelrückseite. Das ist vielleicht wahrscheinlich für die meisten der Fall. Je weniger Zeit man hat, desto komplexer sollte man trainieren. Also verbindet ruhig die Schnelligkeit mit anderen Aktionen. Passspiel, Antritt. Torabschluss, Antritt. Finte, Antritt. Versucht dort möglichst viel zu kombinieren, aber auch immer wieder die Schnelligkeit zu trainieren. Beachtet das Anforderungsprofil Fußball. Fangt nicht an, über längere Distanzen zu laufen. Bleibt da in dem Bereich 20, maximal 30 Meter. Und achtet auch darauf, dass ihr die positionsbedingten Unterschiede mit in den Trainingsprozess einfließen lasst und die Spieler entsprechend ihrer Position trainiert. Hier seht ihr noch einmal meine Kontaktdaten. Klar, die findet ihr dann auch in der Aufzeichnung wieder. Könnt dort einfach, wenn ihr Fragen habt, euch bei mir melden, mich anschreiben. Oder ihr guckt auf der Website vorbei. Da findet ihr auch spannende Informationen rund um das Athletiktraining. Auch die Telefonnummer oder weitere Kontaktdaten, wenn ihr dort irgendetwas braucht, ich irgendwie helfen kann. Zögert nicht, mich anzuschreiben. Sagt Bescheid. Meldet euch einfach. Ja, ansonsten danke ich euch hier erstmal soweit für die Aufmerksamkeit. Ihr merkt, das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr komplexes Thema. Aber ihr habt sicherlich schon einige andere gute Sachen in euren Trainingsprozess gehabt. Vielleicht hier nochmal vor Augen geführt, dass auch das, was ihr schon gemacht habt, in den Bereich Training, in den Bereich Schnelligkeitstraining reingezielt hat und ihr aber noch das eine oder andere mehr machen könnt, das eine oder andere anders machen könnt oder vor allem gerade die Take-Home-Message mit nach Hause nimmt und dort in euren Trainingsalltag integriert und umsetzt. Vielen Dank von meiner Seite aus. Jetzt bin ich gern bereit, noch die eine oder andere Frage zu beantworten. Mario, was gibt's, ja, was gibt's zu sagen? Ja, es kamen schon ein paar Sachen rein und ich möchte mich jetzt erstmal bei dir bedanken. Das war echt sehr informativ. Ich habe mir ja auch mittlerweile die Aufzeichnung vom ersten Mal angeschaut. An der Stelle möchte ich auch mal sagen, weil hier die eine oder andere Nachricht reinkam, die Aufzeichnung ist online. Sie ist auf der Seite fußballtraining.de zu finden. Jeder, der sie verpasst hat, auch heute, wie gesagt, zu spät reinkam, wir haben alles aufgezeichnet und können da natürlich jederzeit, ihr könnt euch das jederzeit anschauen. Folgende Fragen sind reingekommen. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Ich hatte selbst auch ein paar, aber die beißen sich auch so ein bisschen mit denen, die hier reinkamen. Deswegen möchte ich das einfach mal vorlesen. Jesper, gibt es eine Möglichkeit zu analysieren, welcher Fasertyp in welchen Anteilen ein Spieler hat? Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt die Möglichkeit der Muskelbiopsie. Heißt, ich steche in die Muskelfaser rein, hole ein Stück raus und gucke mir das Ganze an. Aber das hört sich ja schon nicht so nett an und das ist es auch nicht. Das wird also nicht in vivo bei lebenden Patienten, Sportlern durchgeführt. Ansonsten gestaltet sich das recht schwer und ist ohne apparativen Aufwand kaum möglich. Mittlerweile gibt es die eine oder andere Apparatur, wo das angeblich nachgewiesen werden kann. Bin ich persönlich noch nicht hundertprozentig von überzeugt, beziehungsweise kann ich da auch nicht so viel zu sagen, außer dass, wie gesagt, der letztendliche Nachweis durch Muskelbiopsie ethisch nicht unbedingt vertretbar ist und daher recht schwer ausfällt, das Ganze zu überprüfen. Okay, also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich jetzt gezieltes Schnelligkeitstraining mache, du sagst ja, Grundschnelligkeit ist schwer zu trainieren. Ich habe mich selbst mal relativ lang mit dem Thema Handlungsschnelligkeit befasst, wo diese, wie du gesagt hast, was man sehr gut auch erlernen kann, wie Erfahrung, Antizipation und so weiter, was da alles dazugehört. Auch Reaktionsschnelligkeit, man kann da schon sehr viel rausholen. Und wenn man das oft trainiert, wie du ja auch selbst gesagt hast, dann sieht man ja auch Verbesserungen und auch etwas in der Grundschnelligkeit. Ich glaube, du hast was gesagt von 10%, oder? 10-15%? 20% der Fasertypen oder der Muskelfasern sind umwandelbar. Ja. Das sage ich ja. Also Grundschnelligkeit ist natürlich irgendwo begrenzt aufgrund meiner Fasertypisierung. Aber ich habe noch so viel Potenzial, über diese ganzen anderen angesprochenen Dinge rauszuholen, ehe ich überhaupt an meiner maximalen Ausschöpfung meiner Möglichkeiten bin.
Da habe ich noch einen ganz schönen Weg vor mir. Also, theoretisch kann ich bei jedem etwas rausholen, weil keiner von uns ist in allen Bereichen, die ich genannt habe, optimal trainiert. Und ich muss sagen, auch 20% Fasertypen oder Grundschnelligkeit, wenn jetzt jemand 13 Sekunden auf 100 Meter läuft oder 12 Sekunden im Spitzensport, vielleicht sogar 11, dann ist das ja immer noch zwei Sekunden. Ja, also wir reden schon, oder auf den ersten 30 Meter vielleicht eine halbe Sekunde, und die halbe Sekunde, die kann es ja echt ausmachen. Also, ja, deswegen, ich finde auch so unbedingt, also unglaublich wichtig. Ja, also ich halte das immer noch für eine sehr, sehr große Menge, und dieses, ich finde dieses, jetzt nicht von dir insgesamt, was in der Literatur zu lesen ist, dieses Thema, man kann so wenig an der Grundschnelligkeit machen, das finde ich fast falsch, weil 10-20%, das ist viel, und dieser halbe Meter ist halt der entscheidende dann auch, wenn man als Stürmer vorher am Ball ist oder als Abwehrspieler, wie auch immer. Ja, wobei, also ich würde das ein bisschen eingrenzen. Klar sind 20% viel, das trifft natürlich aber A nicht für alle zu. Ja, und okay. Und es kommt ja auch darauf an, wie meine Faserverteilung ist. Wenn ich natürlich schon oder vermehrt langsamer habe, klar kann ich 20% rausholen, aber das macht dann auch nicht mehr den Kohlenhydrat, aber klar, also ich kann schon was bewegen, gerade auch in dem Bereich Fasertypisierung, warum ich halt auch sage, das Krafttraining ist so brutal wichtig, weil das wird ja häufig vernachlässigt. Das heißt ja immer, Krafttraining macht langsam. Genau das ist halt nicht. Genau diese 20% kann ich halt über Krafttraining rausholen, warum wir auch gerade schon im Jugendalter mit dem richtigen Technikerlernen anfangen sollten. Also ich muss aus eigener Erfahrung ein bisschen reden. Du bist ja im Jugendleistungszentrum. Das ist ja heute gang und gäbe mittlerweile, dass dort früh mit dem Thema Krafttraining auch gearbeitet wird. Zu meiner Zeit, das ist jetzt halt schon ein paar Jahre her, da war das ja überhaupt nicht vertreten. Und ich habe mal aufgrund einer Verletzung so Anfang der 2000er gezieltes Krafttraining gemacht. Und bei mir wurden genau diese Werte auch massiv besser, obwohl wir gar nicht den Wert darauf gelegt haben. Deswegen finde ich dieses Thema auch so spannend, weil ich es halt wirklich am eigenen Leib schon erlebt habe, wo ich selbst noch aktiv gespielt habe, wie gut es funktioniert. Also das kann ich an der Stelle vielleicht auch mal jedem weitergeben. Das ist nicht nur ein theoretisches Thema, das ist wirklich essentiell, und ich glaube, damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen. Wie würdest du das denn wenn du jetzt in etwas gehobenen Amateurbereich, hier kam jetzt die Frage, wie macht man das in der Oberliga bei 2-3 Mal Training die Woche? Du hast am Ende gesagt, auch natürlich diesen Fußballfokus behalten, auch in die Trainingsübung mit einbauen. Würdest du da auch, das betrifft jetzt noch eine zweite Frage, die reingekommen ist, da bestimmte Unterschiede in den Klassen machen oder an der Hand der Trainingsanzahlen, beziehungsweise auch was das Alter angeht, jetzt von Herren bis zur Jugend? Fangen wir mal mit der ersten Frage an für den Bereich Oberliga. Ja. Gerade in der Vorbereitungsphase habe ich ja viel Zeit habe ich Möglichkeiten, mir die Zeit zu nehmen. Und dort würde ich dann auf jeden Fall im Bereich des Krafttrainings arbeiten. Im besten Falle, wie gesagt, 2-mal die Woche. Habe dann natürlich den Vorteil, dass ich in der Woche mit einem Reiz zumindest meine Schnelligkeit erhalten kann. Und 1-mal die Woche 50 Minuten, bei der Bedeutung, finde ich, kann man auf jeden Fall opfern oder sollte man opfern. Und wie gesagt, man kann das Ganze ja auch schon mit fußballspezifischen Techniken verbinden. Heißt, ich wärme mich gut auf, habe ein gutes Koordinationstraining. Das Ganze kann ich ja natürlich mit Ball verbinden. Auch das Hütchenspiel lässt sich ja mit Ball durchaus durchführen. Um dann die letzten Sprints einfach vor dem Trinken, vor der Trinkpause führe ich meine 10 Sprints durch. Vor der Trinkpause mache ich verschiedene Sprünge, mache dann meine Sprintkombination. Also ich habe schon Möglichkeiten, die auch mit in kurzer Zeit meine Schnelligkeit zu erhalten. Problem, das sehe ich, ist das Problem der Verbesserung. Aber diese Verbesserung muss ich dann halt in der Vorbereitung erzielen. Und auch da, gerade im Bereich Oberliga, im Bereich Herrenfußball, haben wir viele Punkte angesprochen, die zum täglichen Training dazugehören sollten. Beweglichkeitstraining, Lauf-ABC, Laufaufgaben, Stabilisationstraining, das sind ja alle schon Punkte, die in mein Schnelligkeitstraining reinspielen oder dazugehören. Also Fokus ganz klar auf ein gutes Warm-up legen und im Warm-up schon viele Bestandteile des Schnelligkeitstrainings abarbeiten, um wenig Zeit zu verlieren. Das wäre meine
meine Philosophie in der Oberliga bei 3 bis 4 Mal die Woche Training. Ja, okay. Was war die zweite Frage? Jetzt auch das Thema Alter. Also du gehst jetzt von, hier, wir haben ja wahrscheinlich anwesend F-Jugendtrainer, E-Jugendtrainer bis hin zu diesen Oberliga-erfahrenen Trainern. Wie würdest du das da aufteilen? Also vielleicht also, nicht den ganz kleinen Bereich, aber lass uns mal, wie würdest du es D-Jugend, C-Jugend machen? Von, auch nicht von der Übung her, sondern von der Intensität her. Also wie oft würdest du das machen oder wie würdest du da herangehen? Kann ich aus eigener Erfahrung natürlich sehr viel erzählen, weil gerade ich auch in der U15, U14 viel in dem Bereich betreue. Heißt, Bestandteil eigentlich jeder Einheit, deswegen sage ich auch da, und ich würde nicht viel anders machen als in der Oberliga von der Planung her. Ganz viel sind natürlich Inhalte, Koordinationsleiter, Koordinationstraining, Mobilisationsübungen, die ich an den Anfang der Trainingseinheit stelle. Besonders in dem Alter, sagen wir mal ab U14, fangen wir bei uns an, das Ganze auch im Bereich Langhanteltechniken zu erlernen. Natürlich in abgespeckter Version. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Legestangen, also mit Slalomstangen und arbeiten dort und fangen dort an mit Techniklernen in der U14, sodass die Jungs in der U16 wirklich diese Langhanteltechniken, diese Gewichthebertechniken perfektioniert haben, um dann dort das erste Mal auch mit Gewicht zu arbeiten und das Gewicht dann hoch bis zur U19 zu steigern, so dass wir dann zum Übergang U19 Männerbereich, wenn die Jungs ausgewachsen sind, der Muskelwachstum richtig beginnt, auch mit ordentlich Gewicht maximal arbeiten können. Okay. Wir hatten vor kurzem das Thema hier bei uns auf der Webseite zum Thema Sprung- und Antrittstraining, plyometrisches Training. Wie stehst du dazu? Sprungkrafttraining generell ist gerade in dem Bereich Reaktivkraft sehr, sehr wichtig, weil da kann ich noch einiges rausholen. Auch da ist die Frage, mit wem kann ich das machen? Das heißt, ich werde natürlich nicht mit U12-Spielern direkt reaktiv in Dropjumps arbeiten. Genauso wenig würde ich mit Oberligaspielern in Dropjumps arbeiten, die das noch nie gemacht haben. Aber im Bereich des langfristigen Leistungsaufbaus würde ich auf jeden Fall recht früh mit Sprüngen anfangen, gerade U12, U13, verschiedenste Variationen einbauen, langfristig auf einbeinige Sprünge umsteigen bzw. hinarbeiten und dann, sobald die Technik passt, auch hier auf Dropjumps zurückgreifen, heißt von einer Erhöhung mich runterfallen lassen und direkt wieder nach oben abspringen. Und damit den Dehnungsverkürzungszyklus ansprechen und dort im Bereich Reaktivkraft trainieren. Also ganz klar auch Sprungkraft im Bereich des Schnelligkeitstraining sehr wichtig, ein sehr wichtiger Bestandteil, der aber auch gekonnt und langfristig geplant eingesetzt werden sollte. Also ich glaube, das ist wieder ein Thema für sich fast. Also ja. Das kann man ja. Oftmals ist ja dieses Thema Sprünge, also so habe ich immer das Gefühl gehabt als Trainer, auch manchmal so ein bisschen wie eine Strafe auch, ja, weil wenn man viel springt und das nicht regelmäßig macht, dann ist das ja schon anstrengend und meistens wird es auch falsch durchgeführt und dann zu viel und man arbeitet nicht drauf hin. Aber ich glaube, wenn man mit diesem Thema sich langfristig auseinandersetzt, kann man da extrem viele Fortschritte machen, aber wenn man es falsch macht, ist es halt auch sehr, also wir haben gemerkt und ich habe da am Anfang sehr viele Fehler gemacht, dass dann auch sich halt die Verletzungen eingestellt haben und erst dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Aber vielleicht ist es ja nochmal ein Thema, was wir irgendwann mal zusammen angehen können hier als eigenes Webinar oder so. Kann man ja mal da nochmal intensiver diskutieren. Da habe ich natürlich zwei Sachen zu bemerken. Also A sind natürlich alle sieben Punkte des Bereiches Schnelligkeitstraining, die ich vorgestellt habe, waren ja nur angerissen. Das schaffst du ja in 45 Minuten gar nicht, diese zu behandeln. Das ganze Thema ist so komplex, du könntest zu jedem einzelnen Punkt nochmal eine Stunde reden, wenn das überhaupt mal reicht. Gerade im Bereich Krafttraining, die richtigen Übungenauswahl, die richtige Planzusammenstellung ist natürlich ein riesiges Thema. Im Bereich Sprung ist es so, dass ich da einfach aus der Praxis, aus der täglichen Arbeit sagen muss, dass selbst bei unseren Spielern so viele Bewegungsfehler bzw. Stabilitätsprobleme auftreten, gerade was so Knievalgus und Sachen in dem Bereich angehen, dass ich finde, dass das durch oder einfach gut geplant und richtig dosiert eingesetzt werden muss.
Deswegen sage ich, ich würde es gerne sehen, dass wir in der U12, in der U10 anfangen zu springen, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten. Viel zu häufig sind wir viel zu tiefe Sprünge, viel zu weite Sprünge, die die Jungs gar nicht mehr halten, stabilisieren können und dann auf Kosten der Gelenke, besonders der Knie gehen. Ja, sehr, sehr ein spannendes Thema, sehr, sehr interessantes Thema, aber auch da, wie gesagt, die richtige Herleitung von Sprungtechniken, von Sprungübungen, auch sehr umfassendes Thema. Aber auch da, genau wie das Lauf-ABC, finde ich zum Beispiel, es gibt ja aus der Leichtathletik das Sprung-ABC, also das Gegenstück zum Laufen, einfache Sprungvarianten, erste Sprungvarianten, die könnten oder sollten auch immer Thema im Aufwärmen sein. Heißt, baue Übungen aus dem Lauf-ABC sowie aus dem Sprung-ABC immer in mein Training ein und versuche dadurch langfristig natürlich gerade diese Probleme zu beheben. Ja, sehr spannend. Also, was soll ich dir sagen? Wir gehen hier mit den Fragen, also es sind noch ein paar Sachen drin, teilweise Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben oder angerissen haben. Ich möchte jeden nochmal animieren. Ihr könnt mit Jesper auch in Kontakt treten. Die Lizenztrainer unter euch können mich auch mal anschreiben. Wir haben eine Gruppe, in der Jesper auch Gast ist, die nur für Lizenztrainer, also die mindestens den C-Schein, oder ist, glaube ich, jetzt alles wieder ein bisschen geändert worden, ist, glaube ich, jetzt der B-Schein oder Elite-Schein, wie er heißt, haben, die dürfen dort auch reinkommen. Könnt ihr mich persönlich anschreiben unter mario.jung@fußballtrainieren.de und ich lasse euch dann auch gerne da rein. Für alle anderen, ihr könnt mich natürlich oder Jesper auch anschreiben und auch in die Diskussion treten. Er hat es ja für ihn angeboten, hat mir auch erzählt, dass beim letzten Mal das einige wahrgenommen haben. Was ich noch als am Schluss habe, außer dass ich mich natürlich erstmal bei dir bedanken möchte, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und auch diese Vorarbeit natürlich in das Webinar investiert hast. Ich sehe in der Teilnehmerliste, die mir ja als Moderator offen ist, sehr viele Namen, die ich aus unserer Gruppe kenne, die teilweise A-Lizenz und B-Lizenz schon haben. Euch möchte ich auch mal animieren. Wir suchen weitere Leute, die Lust haben, Webinare bei uns zu geben. Jesper hat mir schon signalisiert, dass er auch ein drittes und ein viertes und ein fünftes machen will, aber das soll für alle gelten. Wir haben Lust, das hier auszuweiten. Wir brauchen euren Input. Wenn ihr Spaß daran habt, anderen Leuten zu helfen mit eurem Wissen, was ihr euch angeeignet habt, schreibt mich an. Ich wiederhole nochmal, mario.jung@fußballtrainieren.de. Ich werde das auch in die E-Mail packen, wo ich die Aufzeichnung verschicken werde. Und ich kann euch nur animieren, daran teilzunehmen. Wir werden versuchen, dieses Thema auszuweiten. Und ja, ich würde mich sehr über euren Kontakt freuen. Jesper, dir nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es melden sich wieder viele. Wir bleiben im Austausch. Vielleicht finden wir noch ein spannendes Thema, sei es Sprünge oder du hast ja schon avisiert, es gibt so viele Themen, die man machen könnte. Vielleicht finden wir in 1, 2, 3 Monaten wieder einen Termin, wo wir noch ein Thema zusammen angehen können. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, du bist weiterhin dabei. Gerne. Wie gesagt, von meiner Seite auch, schreibt mich ruhig an. Klar, dass ich euch in dieser Stunde nicht so viel oder alles darüber erzählen kann. Wenn ihr Trainingspläne braucht, wenn ihr Fragen zu euren Trainingsplänen habt, schickt einfach mal rum. Ich gucke gerne über alles rüber, was die Zeit zulässt. Bin ich gern bereit, dort auch zu helfen. Also lasst von euch hören. Von meiner Seite aus, ich bin raus. Vielen Dank. Ja, bis dann. Aufzeichnung Montag oder Dienstag. Geht auch eine Mail rum. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss, tschüss, tschüss.